Ihr glaubt fest einen anderen, nicht wahr? Dann zeigt doch mal, ob euch das auch irgendetwas bringt. Ich sage euch, wenn wir den dritten besiegt haben, gehen wir ein Stückchen weiter und ein Typ von Team Skull kommt an und dreht uns ein Nugget an und wir dem Team beitreten. So sieht das hier nämlich irgendwie gerade aus. Bloß, dass die Brücke dazu fehlt. Okay. What the fuck? Was ist das für ein Gesicht? Ich sehe zwar keine Gegner, aber ich guck mal böse, weil es schlecht riecht. Wuff, wuff. Alles klar, Junge. Alles klar. Ich will dich sowas von weggeben. Du siehst nicht mehr ansatzweise aus wie ein süßes kleines Hündchen. Du hast das süße kleine Hündchenbonus verspielt und es zum bösen Gesicht eingetauscht. Mit zu viel Haar und zu viel Fett im Gesicht. Ich habe auch vielleicht zu viel Bart, aber trotzdem. Schön für den Tausch. Eigentlich fast egal, wer kommt. Okay, Crabbox wäre vielleicht ein bisschen doof gewesen. Hat hier das Recht, gerne noch ein paar wunderschöne Schläge drauf zu hauen. Niemand zu meinem Klaue. Geht in Ordnung, geben wir unser Bestes. Oh, fuck. Das passt halt so ganz im Angriff Heimzahlung, das Gesicht. Heimzahlung. Guckt er mich böse an. Okay, wenn er es nochmal macht, bin ich tot, ne? Das ist vielleicht ungünstig. So ein Beepern, wäre schön, wenn du jetzt mal ordentlich zuschlägst. Gib dein Bestes. Zermalme das schlecht aussehende Gesicht. Sehr schön. Hast du fein gemacht. Muss ich endlich nicht mehr sehen. Und mich nicht mehr totlachen. Bei diesen bösen Augen, diesem bösen Blick. Aus dem bösen Blut. So, Klavion. Entweder das ist das Käfer-Pokémon, was fliegen kann, also das, was wie Smetbosbus in den neueren Generationen. Oder dieses komische Schlüsselanhänger-Pokémon. Irgendwie eins von beiden müsste es sein. Bin ich mir relativ sicher. Und es ist ein Meta. Aha, schön. Gut zu wissen. Es ist das Schlüsselanhänger-Pokémon. Alles klar. Typ Stahl, so viel weiß ich. Ja, weiß ich wirklich. Heißt mein Sternenhieb. Wow, Begrenzer. Nein, weiter geht's nicht. Jeder Attacke, die ich auch beherrsche. Ah, okay, cool zu wissen. Okay, es war jetzt nicht so stark wie erhofft. Jedoch, was ich auch noch nebenbei sagen muss, habe ich eine schöne Angriffssteigerung bekommen. Oh, was trägt mein Meta? Ich glaube noch gar nichts, ne? Das heißt, der Raum ist relativ egal. Oh, und er lebt immer noch. Okay, das hat nur 90 Treffer. Das heißt, wir machen einen Zehnkopfstoß. Geht in Ordnung. Warum nicht? Er greift an. Er kann angreifen. Nein! Wer denn sowas gedacht? Und ich google gerade überhaupt nicht, weil Level Up auf Mount Lanakila. Nicht Canyon von Pony. Verdammt. Crabbox habe ich also zum falschen Berg mitgeschleppt. Verdammt. Ich habe da nur mal schnell nachgeguckt, weil es halt echt mich irritiert hat, dass er sich nicht entwickelt. So, Steinkante. Für wen? Für Kryptonit. 180, das klingt gut. Dann, Katapult ist halt auch gut. Theoretisch für Flug-Pokémon, aber bringt mir auch nicht so viel, denke ich. Letzten Endes. Also, können wir es vergessen, weil ich will Flug-Pokémon nicht mit Bodenangriffen angreifen, außer sie haben Schwebe. Dann wird es was bringen, aber selbst dann kann ich irgendwie mit Steinkante noch mal ein bisschen mehr Schaden machen. So, ich muss mal ganz kurz was schauen, und zwar wegen Entwicklungen. Was? Fruyala? Okay, ich glaube, Kryptonit will seinen neuen Angriff ausprobieren, was auch immer da jetzt kommt. Lesen mal ein bisschen Informationen. Es steht nichts zu... doch, da. In diesem Ort ist es möglich, Nasknet, Akku und Magneton weiterzuentwickeln. Nasknet, Akku und Magneton. Gut, Nasknet habe ich nicht, Magneton habe ich und Akku auch. Wir müssen dann doch nochmal später hierher kommen. Das sieht mir relativ pflanzlich aus, was da drüben steht, oder? Hoffen wir, dass es kein Solarstrahl eingesetzt hat. Nein, Libra ist... Na, mein süßes Steinchen.
Bist du auch deines Trainers überflüssig? Komm doch zu uns. Und es ist tot. Weil es mich mehr mag. Guckt mich böse an. Als wenn ich auf den Trick reinfallen würde. Also wirklich. Ich bin härter gebaut. Ich halte mehr aus. Und hat deswegen den Gegner ins Nirvana geschossen. Jetzt macht Irrschlag nochmal rhythmische Schläge, die das Ziel verwirren können. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dä, 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 dä. Und dann tanzen sie im Walzer davon. Im Wiener Walzer. Tanzen nach Wien davon. So, Quajutsu hat soeben eins von Pippeln überholt. Das war ja beeindruckend. Ich mag es, wenn Trainer und Pokémon so einander glauben. Wunderschön, ich weiß. Das Schönste, was es so auf Erden gibt. So, mein Steinchen, ich kann mir jetzt auch nochmal schnell sauber machen. Vielleicht wirst du mir irgendwann doch wieder nett gesinnt. Obwohl, du bist zumindest nicht ganz so böse auf mich, wie das Bissbach vorhin böse war, was ja schon mal schön ist. Aber ich fasse dich auch nicht mehr an, weil du mir sonst zu gefährlich aussiehst. Ich habe Angst, dass du beißt. Was schlimmer ist, weil ich habe, bei das du beißt, mehr Angst ist, als das Bissbach beißt. Aber okay, geht in Ordnung. Das heißt, ich gehe nochmal kurz hier hin. Deswegen habe ich nachgeschaut. Wir wollen immer noch die Pokédex-Einträge und die holen wir uns jetzt auch. Das schöne Glurak reitet mich in den Sonnenuntergang dahin. Bisschen schade, dass man nicht auf Glurak über die Welt so fliegen könnte, so wie in Diamant und Perlen Remake. Nee, aber das kommt noch. Doch hier, Rubins Markt und Perlen Remake. Da konnte man es ja machen, einmal über die Welt fliegen mit Latias und Latios. Mega-Entwicklung, glaube ich. Mit dem Düsenflieger hieß das. Habe ich nie gemacht, weil ich das Spiel nie gespielt habe. Aber grundsätzlich war es oder ist es immer noch möglich. So, du kommst erstmal ganz kurz dahin. Und jetzt muss ich erstmal die Pokémon suchen. Also Akub will ich auf jeden Fall weiterentwickeln. Der war so schon cool. Ich habe echt überlegt, den mit ins Team reinzunehmen, weil der kann so ziemlich alles lernen. Und ich glaube, der ist auch stark. Und Käfer Elektro, für ein Team brauche ich auf jeden Fall noch Elektro-Pokémon. Und Käfer kann ich nicht für das andere auch noch mitgebrauchen. Also, rein theoretisch wäre es cool. Aber na, es ist halt... Ja, jetzt bin ich schon fast voll. Ich brauche halt unbedingt Feuer. Das brauche ich dringender. Und was ich noch brauche, war... Ah, hier, guck mal. Magnetilo. Verdammt, ist immer noch ein Magnetilo. Ich habe noch kein Magneton. Guck mal, ich habe noch ein Magnetilo, was zumindest ein bisschen höher ist. Aber ansonsten sieht es schlecht aus. Verdammt. Okay, nehmen wir unser 21er Magnetilo, würde ich sagen. Das geht auf jeden Fall schneller als das 10er. Und dann muss halt Quajutsu mit seinem Level 54 hier erstmal ein bisschen runterkommen. Wurde genug trainiert, reicht dann erstmal. Boah, warte, Level 33 entwickelt sich Magnetilo zu Magneton, glaube ich. Vielleicht auch 37, ne, es war 33. Da bin ich mir relativ sicher, vielleicht auch 21. Nein, warte. 31? Irgendwas im 30er-Bereich wahrscheinlich. Das dauert noch. Aber zumindest Akub soll sich direkt nach dem nächsten Kampf in eine neue Dimension der Stärke entwickeln. Obwohl es Level 33. Vielleicht dauert das ein bisschen länger, bis er sich weiterentwickelt. Ein paar mehr Kämpfe, aber in der Theorie dauert es nicht mehr lange. Allerdings in der Praxis sind wir nicht mehr lange in dem Canyon. Hätte ich vielleicht eher dran denken müssen, dass es da ein paar spezifische Entwicklungen gibt, die nur hier passieren. Das sind übrigens alle Entwicklungen, die ansonsten in einem Vulkan passieren würden. Oder bei anderen Temperaturen in heißen Gegenden, so in der Richtung. Früher war es... Oh, ich habe vergessen, wie der Berg heißt. Aber in irgendeinem heißen Bergvulkan, glaube ich halt. Und endlich, endlich passt unser Kryptonit zum Gegner. Mensch! Wer hätte das denn gedacht? Auf geht's, Felswurf! Oh, ich weiß noch früher. Früher habe ich mir immer bei der Top 4 nochmal ein Golbat gefangen, also in Diamant und, nee, warte, in Silber und Gold. Habe ich mir immer ein Golbat gefangen und das dann mitgenommen, weil ich jetzt, glaube ich, noch einen Platz frei hatte wegen VMs. Ich hatte keinen VM-Sklaven. Warum habe ich immer einen Platz frei? Also, sonst habe ich mir immer sofort Pokémon geholt. Aber auf jeden Fall einmal habe ich mir Golbat hier auf jeden Fall geholt. In den letzten paar Metern. Und hab dann das nicht wirklich trainiert, sondern halt immer nur mit in die Top 4 reingenommen. Hey, Evolution! Nice! Und das dann halt während des Kampfes gegen die Top 4, ohne dass ich wusste, dass das geht, zu X-Bart weiterentwickelt. Weil ich halt so häufig gegen Top 4 verloren habe. Weil es sich irgendwann mich gemocht hat.
weil wir immer ab und zu mal gewonnen haben, dann wieder verloren und, ne? Und dann habe ich einen X-Bart. Und damit habe ich doch 4 dann gemacht. So, da ist es, unser steinernes, starkes Metang. Wir könnten es Charles Xavier nennen. Also allein wegen dem X auf dem Kopf. Metang, Neueintrag im Pokédex. Ernsthaft, das ist eine gute Idee. Ich nenne es Charles. Unser Charles. Weil Xavier wäre zu auffällig, nur Charles. Und bingo, neue 50% Marke. Du hast alle Pokémon auf der Seite registriert. Schön. Mit seinen spitzen Beinkrallen und dem massigen Körper drückt er seine Beule zu Boden und zerkaut sie dann mit seinen Zähnen am Bauch. What the fuck? Es ist ein Seestern. Geht in Ordnung. Kann ich bitte mal ganz kurz die Zähne am Bauch sehen? Jetzt weiß ich auch, wie er ist. Sind das die Dinger links und rechts? Ich glaube schon. Alter. Badass, motherfucker. Ich beschwere mich nie wieder, dass ich nicht weiß, wo der Mund ist. Obwohl bei Kryptonit haben wir es auch schon gesehen. Wer sich freut, macht dann den Mund auf. Das heißt, er kann wirklich essen. Und er scheinbar auch. Ach du Scheiße. Alles klar, läuft bei denen. Und wir haben einen Kampfangriff. Neuso, neuso. Immer noch kein Spezialangriff. Das heißt, eigentlich kann Psychokinese weg, würde ich sagen. Weil wir haben ja 10 Kopfstoß, was fast genauso stark ist. Und jetzt ein 100er Kampfangriff. Senkt die Initiative des Angreifers, des Anwenders. Okay, muss ich aufpassen. Aber geht in Ordnung, weg mit Psychokinese. Wie gesagt, 10 Kopfstoß, haut auch rein. 1, 2 und schwupp. Psychokinese vergessen und lernt den Hammer. Obwohl, vielleicht wäre es ganz gut für irgendeinen anderen, der viel Verteidigung hat, dass ich dann halt mit Spezialangriff angreifen kann. Aber das passt schon. So, Kryptonit. Mein Freundchen, hast dich schon wieder dreckig gemacht. Ganz toll. Es gibt nicht mir den bösen Blick dafür, du bist selbst dran schuld. So, da kriegt auch noch gleich mal eine Pokebohne. Hier, er macht sogar wirklich den Mund auf. Also ab der Stufe, ab der letzten Stufe, können sowohl Tarnhelm als auch Kiesling dann endlich wirklich ohne Zweifel und definitiv essen. Wichtig, muss irgendwie halt in die Lore mit reingebracht werden. Bin ich froh, dass das Spiel das getan hat. So, Bro, was gibt's Neues? Das Podium ist nicht mehr fern. Aber ganz so einfach lasse ich dich nicht weiterziehen. Zeig mir erstmal, was du kannst. Ich kann dich mit meinem Tauros umrennen, wenn du willst. Ich lasse es einfach nicht stoppen und dann bist du am Boden. Oh, 4 Pokémon. Alles klar. Moshpit geht los. Oh, nice Granbull. Oh, warte. Ab der Edition ist Granbull ja Typ Fee, ne? Weil Snubbull Typ Fee ist. Bin ich mir relativ sicher. Das heißt, Hammerarm ist gar nicht so stark. Ach, wir haben sowieso nicht Metang, oder? Metacross draußen. Dann haben wir die Steinkante und die Flinkklaue. Alles klar. Bäm, Analpenetration von hinten und vorne. Und er kann Knuddler. Ja, er ist jetzt leichtfähig. Sieht man ihn nicht seine Eleganz des Fee-Seins an? Wunderschöne Situation bei ihm hier. Okay, aber wenigstens die Steine machen ihn alle schön weggeknallt. Überall blaue Flecke. Ganz großer blauer Fleck um ein schwarzes Loch ringsrum bei ihm. Well, okay, geht in Ordnung. Und deine Mutter freut sich auf ein neues Level. Und der Bauchtrommel. Oh, das könnte interessante Möglichkeiten mit der Taktik geben. Anwender maximiert den Angriffswert auf Kosten der Hälfte seiner HP. Das heißt, ich könnte theoretisch Bauchtrommel einsetzen, danach Erholung und danach Schlafrede. Wo dann nochmal Bauchtrommel kommt und ich wieder die Hälfte... Okay, alles klar, ist doof. Bringt nichts, weil er Schlafrede random auswählt und damit kann da sowohl Erholung kommen, als auch dann Bauchtrommel, was mir beides, wenn ich schlafe, nichts bringt. Und der dritte Angriff, wenn es ein Normalangriff ist, kann ich wieder keine Geist-Pokémon angreifen. Das passt dann irgendwie vorne und hinten nicht. Aber was vorne und hinten schön reinpasst, ist die Tatsache, ich kann ja gerade meine Hände nicht knacken, Kopf muss ausreichen, dass mein Metacross jetzt gerne was zu essen hätte. Und ich habe gehört, es hat Zähne am Bauch, am Magen. Oh, Sternhieb ist gar nicht mehr sehr effektiv. Na gut, dann wird das halten. Hammer! Flatsch! Da kam die Faust Gottes von oben.
Jetzt ist er auf jeden Fall gottesfürchtig und er kann Tarnsteine. Na, wenn der hätten sein Pokémon so einen Bullshit. Apropos, ich will Metacross auch noch Tarnsteine lernen und eigentlich auch noch irgendwie Erdbeben. Weil Erdbeben so ein Standard-Move für ihn wäre. Problem ist, es passt halt dann nicht ganz rein. Oh, natürlich! Der hat einen Gengar! Ja, da geht der Hammerarm natürlich daneben. Oh, wehe, Gengar hat Hypnose. Okay, alles klar. Es ist kein Abfuck-Gengar, obwohl das sollte trotzdem wehtun. Ach du Scheiße! Das tat mehr weh als erhofft. Ich habe meine Pokémon nicht geheilt, so wie es aussieht. Das heißt, wir haben hier vielleicht ernsthafte Probleme mit dem Gengar. Das ist nicht gut. Und die Steine machen es nicht besser. Scheiße, ich kann so ein Pipion gar nicht rufen. Die Steine würden es besiegen. Oh, nicht euer Ernst, oder? Okay. Das macht die ganze Sache jetzt dezent ungünstig. Aber hey, der Stromstoß... Oh nein, ein Tastfluch. Nicht dein Ernst. Nicht dein verkackter Ernst. Okay, dann müssen wir mit Kryptonit kämpfen. Dann muss der Stein das machen. Oh fuck, Alter. Jetzt wird das ernsthaft nochmal knapp. Nicht dein Ernst. Ich dachte, wir kommen jetzt einfach easy durch. Deswegen habe ich Kwajutsu rausgenommen. Aber scheinbar habe ich mich zu früh gefreut. So, Kryptonit. Oh, überleg nicht nochmal im Angriff. Zumindest kann ich nicht darauf pokern. Das heißt, ich müsste hier mal eine Top-Genesung raushauen. Ist eigentlich ungünstig, Top-Genesung zu benutzen, wenn ein Pokémon schon draußen ist. Weil man kriegt sowieso gleich wieder Schaden und wer weiß, was der jetzt einsetzt. Und Spezialverzeugung habe ich sowieso nicht so viel. Komm schon, bitte halt das durch, halt das durch, halt das durch, halt das durch! Ja, das wird knapp. Gengar freut sich schon, hat ein breites Grinsen auf den Lippen. Hoffen wir mal, yes, der Stein rollt sich zur Seite und jetzt hat Gengar richtig verkackt. Krieg den Du bist für mich gestorben Blick von Kryptonit mit einem Volltreffer ins Gesicht und er geht ebenfalls down. Kryptonit macht gerade alle weg. Ohne Scheiß. Ich habe den Stein voll unterschätzt. Mit guten Angriffen scheint er sogar wirklich stark zu sein. Und deine Mutter kriegt auch nochmal Erfahrungspunkte. Schönes Ding. Kilverfand Level 33. Sehr schön. Und Magneturo Level 23. Langsam versuchen die auch mal zu steigen. Ist aber schön. Was macht Spiegelsalve? Das sieht gut aus, sieht wie ein Angriff aus. Weg mit Ultraschall. Der Monster hat gerade mit 20 KP. Scheint wahrscheinlich immer 20 KP Schaden zu machen. Geht in Ordnung, Spiegelsalve mit drin. Und endlich steigt noch Magnetilo ein paar Level, was er die ganze Zeit irgendwie nicht getan hat. So, Geowatz kommt wieder. Sollte ja nun Elektrostein sein. Das heißt, wir schauen mal, wie wir mit unseren nicht vorhandenen Erdbeben hier Schaden machen können. Ich glaube, wir müssen einfach wegmachen. Einfach weghauen das Ding. Nein, nicht so. Du hast da was falsch verstanden. Habt ihr gesehen, wie die Rettungskapsel noch vorher weggeschleudert haben? Wie der beim Angriff so ein Rettungskäpselchen nach oben geschossen hat und danach explodiert ist? Da sind bestimmt Druiden drin. Wahrscheinlich die Druiden, die wir nicht suchen, aber es sind welche drin. So, Magnetino Metallsound, den brauchst du nicht. Zombie-Bibel 54, nice. Und Steinkante geht daneben. Schade, dass er echt noch angegriffen hat. Okay, und jetzt kommt nochmal ein Eisgegner. Austos. Alles klar. Um nochmal gefährlich am Ende zu wirken. Steinkante habe ich jetzt nicht mehr, deswegen. Oh, fuck, Mann. Komm schon, Flinkklaue. Oh, das Schutzschild. Okay, das heißt, er gibt mir jetzt nochmal eine Chance, theoretisch, ein Pokémon zu heilen, was ich auch wirklich in Anbetracht ziehen sollte. Sofern ich irgendwas zum Komplettheilen habe. Habe ich aber nicht mehr, weil die Top-Genesung meine letzte Heilung war. Oh, das sieht jetzt ganz schlecht aus. Das sieht ganz, ganz schlecht aus. Fuck, Mann. Okay, dann muss ich nochmal Felswurf machen. Und da kommt der Aurora-Star. Scheiße, das war's. Das war's nicht. Kryptonit hält durch. Austos macht so ziemlich gar keinen Schaden. Alles klar. Der Stein kommt durch. Alter. Da kommt der 5 Hits. Alles klar. Rolling Stones haut alle weg. Rollt durchs ganze Team, gegnerische Team, wie ein Fegefeuer.
Ich hab nichts dagegen. Geht in Ordnung. Geht voll geil und klar. Wow, du hast wirklich einiges auf dem Kasten. Der Sieg gehört dir. Keine Frage. Und Käferfand entwickelt sich. Wuhu. Wobei er jetzt schon überhaupt nicht mehr aussieht wie ein Käfer. Also, gleich wieder wie ein Käfer. Aber definitiv nicht mehr wie ein Elefant. Schade, es hat so gut angefangen mit ihm, weil ich nicht erkannt habe, dass er eine Steckdose ist. Oder ein Akku-Steckdosengerät. Und wir haben ein Donarion. Oh, ich würde es immer noch gerne im Team haben, irgendwie. Irgendwie finde ich das echt cool. Vielleicht beim nächsten Spiel, nächsten Pokémon-Spiel, wo es das gibt, kommt auf jeden Fall ins Team. Weil ich konnte nicht ahnen, dass der so geil am Ende aussieht. Und er sah schon geil am Anfang aus. Egal, Donarion registriert. Gleich in 3 Pokédex neue Einträge. Wunderschön. Es fliegt umher und wartet auf seine Chance in seinem großen Kiefer speichert es elektrische Energie, die es auf Feinde abfeuern kann. Als Pose kannst du ein bisschen dim 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 hin und her fliegen, okay, böse zustechen und böse schreien. Was auch beinahe passt mit dem Geschrei dazu. Alles klar, geht in Ordnung. Und er versucht Donnerblitz zu erlernen. Geht in Ordnung, passt zu dir. Du hast nur Ladevorgang, ne? Yep, dann kann das nämlich jetzt weg, denn du bist kein Akku mehr, du brauchst keinen Ladevorgang mehr. Gratulation, du hast es geschafft. Du wirst zum Strommast? Naja, Donnerblitz zu Wolken, keine Ahnung, zu irgendwas. Und endlich ist es soweit. Sunpeepern entwickelt sich ebenfalls. Oh, lange haben wir gebraucht, lange haben wir gewartet. Aber jetzt muss der Badass Ficker an unserer Seite sein. Level 54 entwickeln, like, what the fuck, das kann nur stark sein. Da ist es, Glückwunsch, Sunpeepern wurde zu Waschaquill. Waschaquill? Er heißt Sunpeepern. Waschaquill würde ich besser finden, aber Waschaquill? Was sagt Will dazu? Fragt uns dieses Pokémon. Sieht eigentlich verdammt geil aus, muss man mal sagen. Bisschen viel einheitlicher Bauch, aber ansonsten verdammt geil. Bingo! Was ein Pokémon auf der Seite registriert. Dieses tapfere Pokémon fürchtet nicht einmal den Tod. Bewohner von Alola nennen es in grauer Vorzeit ehrfürchtig Krieger der Lüfte. Cool. Und du kannst schreien, dein Hashtag machen. Ich glaube, wir könnten dich auch einfach Rathalos nennen, würde keiner den Unterschied merken. Zuhacken und hast einen sehr vöglichen Schrei. Okay, ist immer noch Typ Normal, was ein bisschen schade ist, aber der Rest ist super. Und es lernt Kraftkoloss. Ich glaube nicht. Ich glaube in deinem Fall tatsächlich nicht, oder? Ah, es ist ein Angriff. Starke Attacke, die jedoch auch den Angriff in die Verteidigung des Anwenders. Warte mal. Starke Attacke, die jedoch auch den Angriff und die Verteidigung des Anwenders sinkt. Nein, tut es nicht. Ich habe hohe Gewalt. Das sollte jeglichen Nebeneffekt einfach ignorieren. Das heißt, wir nehmen jetzt mal den Rückenwind weg. Scheiß auf Initiative, wir sind eh die Schnellsten. Wir sind Blitzmerker, Schnelldenker. Funktioniert auch so. Und wir suchen mal, ob Kraftkoloss wirklich hier einen negativen Effekt hat oder nicht. Schauen wir mal, ob wir das Spiel austricksen können. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Es war eher bloß, wenn man selber stärker wird oder wenn der Gegner schwächer wird. Egal. Erstmal braucht deine Mutter hier nochmal ein bisschen Bürsten. An sehr privaten Stellen muss ich sie jetzt leider mal kurz durchnehmen. Passiert halt. Seid mir bitte nicht böse, aber deine Mutter wollte es so. Und wie kann man diesem freundlichen Lächeln denn widerstehen? So, nochmal kurz ein bisschen das Bäuchlein streicheln. Ist ja fein gemacht und natürlich noch ein bisschen was zu essen. Gern geschehen, mein Freundchen, mein dicker Kumpel. Hast du toll gemacht. Wo mich auch das Waschsagtwill so ein bisschen an Ho-Oh erinnert. Tatsächlich. Okay. Und was es denn nun so hier als nächstes drinne gibt, sehen wir dann im nächsten Part von Pokémon, Sonne und Mond. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir bitte Bescheid, wenn ich Feedback. Lieben gerne die Kommentare und damit adios amigos und hoffentlich auf
Wiederhören.